abenteuerliche Fahrt liegt vor uns. Knapp 14.000 Kilometer von Europa nach Asien. In 25 Tagen durch 9 Länder, 2 Kontinente, 6 Zeitzonen. Der längste Dieselmarathon aller Zeiten. Wir sind natürlich alle jetzt wirklich aufgeregt, dass es losgeht nach all der Vorbereitung. Und ich habe den Kollegen gesagt, dass sie jetzt sich zurücklehnen können, denn sie sitzen in einem ganz sicheren Auto, was außerordentlich komfortabel, selbst auf den schwierigen Strecken ist. Und sie brauchen auch nicht viele Tankstellen anzusteuern. Wir haben also beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche und mit viel Spaß garnierte Tour nach Peking. Nach 7 Monaten Vorbereitung geht es los. Oktober 2006 in Paris. 36 Mercedes-Benz E-Klassen stehen bereit. Die Stadt der Liebe ist Startpunkt für einen noch nie dagewesenen transkontinentalen Fahrzeugdauertest. Zwick mich, ich glaube, ich träume. Das ist ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Es ist unglaublich. Verabschiedung der Liebsten, bevor für tausende Kilometer nur noch die Liebe zum Automobil zählt. Viele Fahrer haben ein spezielles Fahrtraining hinter sich. Er ist ein klasse Fahrer. Ich bin ein ausgezeichneter Fahrer und ein Mercedes-Fan seit über 40 Jahren. Mit diesen und noch weiteren Fahrern will Mercedes-Benz in den nächsten 26 Tagen auf 5 Etappen die hohe Leistungsfähigkeit seiner modernen Diesellimousinen unter Beweis stellen. Die Auftaktetappe führt von Paris quer durch Deutschland, Polen und durch das Baltikum. In 7 Tagen soll das erste Ziel erreicht sein, das russische Sankt Petersburg. Eine lange Strecke, die es individuell zu planen gilt. Entweder man führt also einen altmodischen Kampf gegen die Straßenkarte oder nutzt neueste Satellitentechnologie. Deswegen haben wir aber dieses Navigationssystem drinne. Das schaltet man hier oben ein. Mhm. Und auf diesem Navigationssystem ist die komplette Route gespeichert. Unter mehr als 50.000 Bewerbern wurde auch Iris Zimmermanns ausgewählt. Die 39 Jahre alte Mutter hat einen Platz im Auto des Kooperationspartners eBay gewonnen. Das Startsignal gibt Daimler-Chrysler-Vorstandschef Dr. Dieter Zetsche persönlich. 21.10.2006 um 9.30 Uhr. Der Härtetest beginnt. Die Teams kommen aus 35 Nationen, erkennbar an den Landesflaggen auf den Autos. Unterwegs sind sie in 36 Mercedes-Benz E-Klassen. Die Hälfte verfügt über den Allradantrieb 4MATIC. Gut ausgerüstete Dieselfahrzeuge. 16 Zoll Felgen mit Winterreifen, stabiler Unterbodenschutz, Winterpaket mit stärkerer Batterie und Lichtmaschine und im Gegensatz zum Serienmodell eine gut 4 cm höher gelegte Karosserie. Eine Modifizierung, die im späteren Verlauf der Strecke noch nützlich sein wird. Das erste Ziel liegt in Stuttgart, dem Stammsitz von Daimler Chrysler. Nach rund 7 Stunden Fahrzeit erreichen die Teilnehmer das Mercedes-Benz-Museum. Am zweiten Tag geht die Fahrt weiter in den Norden. Das Ziel ist die deutsche Hauptstadt. Auf der
der gesamten Strecke geht es nie darum, der Schnellste zu sein, sondern möglichst umweltfreundlich und spritsparend zu fahren. Doch dieser gute Vorsatz wird auf deutschen Autobahnen immer mal wieder zur Seelenqual. Zu verlockend ist die Spritzigkeit der modernen Dieselmotoren. Neben den E320 CDI-Fahrzeugen fahren auch drei Wagen mit Bluetech-Motoren den Härtetest. Amerikanische Wissenschaftsmagazine haben die Technologie bereits als wegweisende Innovation ausgezeichnet. Bluetech ist der sauberste Diesel der Welt. Eine Tatsache, die auch der Berliner Luft gut tut. Am dritten Tag fährt die Flotte von der deutschen Hauptstadt in das polnische Warschau. An der Grenze müssen die Teilnehmer das erste Mal eine etwas längere Wartezeit in Kauf nehmen. Einige der asiatischen Marathonfahrer benötigen für die erste Etappe bis St. Petersburg bis zu 7 Visa. Von Warschau weiter in den Osten führt der Weg über eine der wichtigsten europäischen Ost-West-Achsen. In Polen fordert die Straße erstmals die Fahrkomforteigenschaften der Mercedes-Benz-Limousinen. Die Holperstrecke meistern sie wie auf Schienen. So fällt auch das erste Fazit von Johannes Reifenrath positiv aus, der bei Mercedes-Benz für die Tour verantwortlich ist. Die Leute realisieren jetzt nach dem vierten Tag, was das für eine einmalige Reise ist. Ich glaube, keiner konnte sich so richtig vorstellen, wie viel man in einer einzigen Woche erleben kann. Man kriegt sehr viele Eindrücke, auch wenn wir sehr viel fahren müssen, von der Landschaft, von der Situation in den einzelnen Ländern. Und ich glaube, die Leute sind ziemlich begeistert darüber. Am vierten Tag streift die Route die fast unberührte Natur der Masurischen Seenplatte. Die sogenannte grüne Lunge Polens. Auf der Europastraße Via Baltica erreichen die Teilnehmer die baltischen Staaten. Das tiefstehende Licht des Nordens taucht Städte, Landschaft und Bewohner in eine verträumte Stimmung. Die Teilnehmer der Langstreckenfahrt erleben einen wunderschönen Indian Summer im Baltikum. Momente voller Poesie und Stille während des Übergangs von Sommer zu Herbst. Seit Litauen, Lettland und Estland unabhängige Staaten sind, stehen im Baltikum die Zeichen auf Fortschritt. Steinerne Bauwerke zeugen von einer bewegten Vergangenheit. Also gerade jetzt gestern Vilnius und vorgestern Vilnius und gestern Riga. Wow, also ich kann nur sagen, wow. Ich hätte nie erwartet, dass sowas Schönes hier oben zu sehen gibt. Ja, wirklich richtig toll. Am letzten Tag der ersten Etappe überqueren die Fahrer die russische Grenze. Für die meisten ist in St. Petersburg, dem ehemaligen Leningrad, die Tour zu Ende. Nach fast 3.500 Kilometern ist die erste von 5 Etappen souverän gemeistert. Ein Erlebnis, das die Fahrer aus 35 Nationen nicht nur durch fremde Länder und Kulturen führte, sondern auch von der Zuverlässigkeit der Mercedes-Benz Diesellimousinen überzeugte. Für eine Woche hatte ich jetzt Gelegenheit, die neue E320 Bluetech zu fahren. Es ist fantastisch, mit tollem Drehmoment. Man kann sehr schnell auf der Autobahn damit fahren und trotzdem unglaublich Sprit sparen. Das ist sehr wichtig, sowohl in den USA als auch in Europa. Das Auto ist sehr komfortabel und ich würde jederzeit mit einem Auto dieser Art diese Reise wieder unternehmen. Sieg! Wir haben es geschafft! Wir sind da! Willkommen in St. Petersburg. Mercedes hat alles wunderbar organisiert. Super. Mann, was für ein Abenteuer. Ein cooles Abenteuer. Wir haben eine tolle Zeit gehabt und es ist schade, dass es vorbei ist. Ich würde gerne weiter nach Peking, wenn es möglich wäre. Diesen Wunsch haben die meisten Fahrer.
aber die nächsten Teilnehmer stehen schon in den Startlöchern. Die Autoschlüssel müssen während eines Gala-Dinners an die zweite Gruppe übergeben werden. In den Prachtsälen des berühmten Marble Palace ist Wehmut, aber auch Vorfreude zu spüren. Vor 99 Jahren legten hier in St. Petersburg schon einmal die Teilnehmer einer Langstreckenfahrt einen Zwischenstopp ein. Das erste Langstreckenrennen der Automobilgeschichte startete 1907 in Peking und endete für den Sieger 62 Tage später in Paris. Die Rallye diente als spiegelbildliches Vorbild für den heutigen Mercedes-Benz Langstreckentest. Über den Spritverbrauch vor 99 Jahren ist nichts überliefert. Aber bei der neuzeitlichen Mammut-Tour liegt der beste Durchschnittsverbrauch bisher bei nur 6,8 Litern auf 100 Kilometer. Aber nicht nur diese Leistung bleibt den Fahrern der ersten Etappe für alle Zeiten im Gedächtnis. Ich liebe die E-Klasse. Man schreibt Automobilgeschichte. Super cool. Ein phänomenales Auto. Früh am Morgen sind die neuen Fahrer bereit. Die Erwartungsfreude ist groß. Sie werden durch Gebiete fahren, die die meisten von ihnen noch nie gesehen haben. Eine fremde Welt erwartet sie. Gut, dass man sich auf sein Auto verlassen kann und sich darin wohlfühlt. Das hier ist mein Hauptwohnhaus. Drüben ist mein anderes Haus. Das ist meine Garderobe für meine Kleidung. Das ist mein Wohnzimmer. Mit was zum Essen. Und Hausschuhen. Ein bisschen Obst und Telefon. So, bitte. Kommt rein und zieht auch die Schuhe aus. Mein Haus ist klasse. Die zweite Etappe startet in St. Petersburg, führt über Moskau an der Wolga entlang, immer weiter in den Osten Russlands. Am letzten Tag wird die Grenze nach Asien überschritten. Die Fahrt endet in Jekaterinenburg. Gleich auf dem ersten Teilabschnitt kommt es zum einzigen, zum Glück glimpflichen Blechschaden auf der Tour. Weil Kühe die Straße kreuzten, muss der Wagen 12 scharf abbremsen. Ein nachfolgender LKW bremst auch, aber es reicht nicht, er fährt auf. Dank dem Sicherheitssystem Pre-Safe ist den Insassen nichts passiert. Der Blechschaden am Heck lässt sich schnell wieder reparieren. Die Fahrt geht weiter nach Moskau. Abend erreichen die Fahrer sicher das Mercedes-Benz-Center in der russischen Hauptstadt. Wir haben gestern eigentlich eine recht ruhige Fahrt gehabt. Ich habe mit viel schlechteren Witterungsbedingungen gerechnet gehabt. Ich war der Befürchtung, dass es also schon Schnee gibt und dass die Straßen richtig nur schlecht sind. Aber letztendlich, sie waren besser als erwartet.
Auf dem roten Platz vor der Basiliuskathedrale ahnen die Mercedes-Benz-Fahrer noch nicht, dass sie bald tatsächlich auf viel schlechtere Straßen und Witterungsbedingungen stoßen werden. Noch genießen sie bei knapp 4 Grad plus die imposanten Eindrücke der russischen Metropole. Östlich von Moskau geht die Fahrt durch das russische Herz in das traditionsbewusste Landesinnere. Je abgelegener die Gegend, umso erstauntere Blicke erntet die E-Klassenflotte. Die Witterung wird schlechter. Bei einsetzendem Schneefall führt die Route über die vielbefahrene Europastraße 22 durch Gebiete, die noch im Beginn der Industrialisierung zu stecken scheinen. Die Wolga, längster Fluss Europas und Lebensader dieser Region. Über 3.500 Kilometer ist Mütterchen Wolga lang, von unzähligen schwermütigen Gedichten, Romanen und Liedern beschrieben. Die M7 führt entlang dem Strom. Der sogenannte Wolga Highway ist ein Mythos, bei näherer Betrachtung aber ein ziemlich angekratzter. Die Fahrer arbeiten sich über schlechte Fahrbahnbeläge und zahlreiche Schlaglöcher. Aber die E-Klassen meistern auch diese Herausforderung. Am Tag 10 erreichen die Fahrer Kasan, die Hauptstadt der Republik Tatarstan. Müde, aber glücklich. Auf dem Land ist es, wie einer meiner Fahrpartner sagt, wie in Kansas im Winter. Ein weites Land. In der Millionenstadt geben sich Orient und Okzident die Hand. Für einige der Langstreckenteilnehmer bleibt sogar noch Zeit für eine kleine Stadtbesichtigung. Über den richtigen Weg des tatarischen. Tag 11. 690 Kilometer bis Perm, das ehemalige Molotow. Er wird die Strecke nicht schaffen. Und auch die Mercedes-Benz-Fahrer wissen jetzt noch nicht, dass der heutige Tag nicht nur ihre ganze Fahrkunst abverlangen, sondern auch die Fahreigenschaften der E-Klasse auf die Probe stellen wird. Einige der Limousinen werden erst nach 13 Stunden ihr Ziel erreichen. Am Nachmittag setzen plötzlich Schneefälle ein und verändern schlagartig die Verhältnisse. Was die russische Landschaft in schöne, klischeehafte Winterbilder taucht, ist auf der Straße weniger schön. Die Michelin-Pilot Alpin-Winterreifen der Kennung Mercedes-Benz Original bestehen ihren ersten Härtetest im Schnee. 200 Kilometer vor Perm überfahren die Fahrer außerdem die nächste Zeitzone. Die Dunkelheit bricht früher herein, erschwert die Bedingungen zusätzlich. 180 Kilometer bis Perm, endlich schneit es, sagen wir im Scherz. Die Straßenverhältnisse sind jetzt hier ein bisschen schwierig, weil es unter dem Schnee Glatteis gibt und die Lkw sich auf den Kuppen und an den Bergen querstellen und die Straßen versperren. Aber bis jetzt sind auch alle Teams gut durchgekommen und wir rollen einfach weiter. Es wird ein bisschen später werden, bis wir ankommen. Am Ende haben es tatsächlich alle geschafft. Für die heutige Fahrt Richtung Asien sind schon wieder kräftige Schneefälle vorhergesagt. Und für die Teilnehmer gilt es deshalb noch schnell einen Intensivkurs in Schneekettenmontage. Thank you.
trotz hunderter Kilometer auf geschlossener Schneedecke durchfahren die dieselgetriebenen Mercedes-Benz E-Klassen sicher den Ural. Das Gebirge bildet die Grenze zwischen Europa und Asien. Für alle Fahrer ist der Schritt von Kontinent zu Kontinent ein großer Moment. Ich denke, das ist schon ein Meilenstein in dieser Fahrt, denn man überschreitet hier mit Auto die Grenze zwischen Europa und Asien, was sonst eigentlich oft nur mal im Flugzeug gemacht wird. Und in Asien, denke ich, sind noch mal Herausforderungen. Doch diese Herausforderungen betreffen in erster Linie die nächsten Fahrer. Denn für die meisten ist heute die Reise zu Ende. Auf den letzten Kilometern genießen sie noch einmal das sichere Fahrgefühl der E-Klasse. Inzwischen für jeden eine Heimat auf vier Rädern. In Jekaterinenburg endet die zweite Etappe des Dieselmarathons. In dieser Stadt wurde 1918 der letzte Zar, Nikolaus II., mit seiner Familie ermordet. Diese geschichtlichen Ereignisse werden am Rande gestreift. Die Fahrer dieser Etappe werden vor allem die Bilder ihrer E-Class Experience in Erinnerung behalten. Sie sind einfach unglaublich freundlich, egal wo man hinkommt. Makellos und schön. Sehr gutes Design mit großartigen Features. Viel leiser, als ich es von einem Diesel kenne. Wieder wurden Schlüssel übergeben und ein neuer Teamgeist wird sich bilden. Die Autos sind noch immer dieselben, nur die meisten Gesichter der Fahrer sind anders. Die dritte Etappe beginnt im russischen Jekaterinenburg, überschreitet die zweitletzte Landesgrenze der Tour. In Kasachstan führt die Fahrt durch die grenzenlose Weite der Steppe und endet schließlich in Almaty, dem ehemaligen Alma-Ata. Der neue Rekord beim Spritverbrauch steht mittlerweile bei nur noch 6,62 Liter auf 100 Kilometer. Eine Herausforderung für die neuen Fahrer. Beim Anblick der russischen Cowboys wagt der eine oder andere E-Klasse-Fahrer ebenfalls einen wilden Ritt und erlebt die hohe Qualität des Fahrwerks und den Reisekomfort der Dieselfahrzeuge. An der Grenze zu Kasachstan macht man der E-Klasse-Mannschaft eine herzliche, folkloristische Aufwartung. Das uniformierte Empfangskomitee wartet auch schon. Was vielleicht auf den ersten Blick bedrohlich wirkt, ist in Wirklichkeit eine Geste der Bewunderung und Gastfreundschaft. Den kasachischen Beamten ist es eine Ehre, mit eingeschaltetem Blaulicht die Spitze eines Konvois zu bilden, den es in der Form in diesem Land noch nie zuvor gegeben hat. Eine ungewöhnlich nette Begrüßung. Das erste Mal, dass mich die Polizei in einer Stadt willkommen heißt. Aber nett. Noch in der Morgendämmerung brechen die ersten bereits in Kostanai wieder auf. Rund 700 Kilometer führt die heutige Strecke durch die kasachische Steppe in die Hauptstadt des Landes. Trotz der langen Tagesetappe bleibt immer noch Zeit für den interkulturellen Austausch. Kurze Bekanntschaften mit Land und Leuten.
Inzwischen sind die Diesel-E-Klassen 17 Tage unterwegs. Die reine Fahrzeit der Autos beträgt mehr als 100 Stunden. Rund 7000 Kilometer, die Hälfte der Strecke liegt bereits hinter ihnen. Heute fällt ein neuer Tagesrekord im Spritverbrauch. Sensationelle 5,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Und das, obwohl die Straße spektakuläre Fahreinsätze fordert. Auf das Auto ist Verlass. Hier macht sich bezahlt, dass die Karosserie leicht modifiziert und um knapp 4 cm höher gelegt wurde. Trotz der hohen Belastung gibt es noch keine Ausfälle an den Limousinen zu beklagen. Hin und wieder erwischt es einen Reifen, weil Gegenstände auf der Fahrbahn liegen. Die 13-köpfige Techniker-Crew und das mitreisende Michelin-Service-Team haben kaum Arbeit. Und wenn mal etwas passiert, ist der Schaden in Windeseile behoben. Die Teilnehmer und die Crew bilden ein perfektes Team. Ein Rädchen greift ins andere. Bei dieser Mammut-Tour ist das auch notwendig. Schon für die Planung war eine aufwendige Logistik erforderlich. Beispielsweise mussten 5000 Hotelzimmer in 27 Städten reserviert werden. Den Streckenverlauf hat René Metsch, die Paris-Dakar-Legende, in monatelanger Arbeit mit ausgetüftelt. Die Etappen festlegen, die Hotels mit der entsprechenden Logistik, die Parkings, die Kraftstoff-Nachfüllstellen aussuchen. Das hat in etwa 6 Monate gedauert. Eine Polizeieskorte führt die 36 E-Klassen und die Begleitfahrzeuge aus der kasachischen Hauptstadt Astana. Eine boomende Stadt, die als zweitkälteste Metropole der Welt gilt. Mit Temperaturunterschieden bis zu 80 Grad Celsius. Von der schnell aufstrebenden Hauptstadt gelangt die E-Klassenflotte in die endlosen Weiten der sogenannten Hungersteppe. Eine Region, in der ein langsamerer Rhythmus pulsiert. Diese Regionen hat der wirtschaftliche Aufschwung noch nicht überall erreicht. Was aber nicht bedeutet, dass man hier den Traum von individueller Freiheit und motorisierter Zuverlässigkeit nicht auch träumt. Die wildromantischen Eindrücke abseits der Straße laden zwar zum Verweilen ein, aber die E-Klassen-Karawane muss weiterziehen. In Balkhash erleben die Teilnehmer eine Überraschung. Wie Filmstars werden sie empfangen und müssen Autogramme geben. Am Abend gibt der Bürgermeister einen großen Empfang. Sehr geehrte Teilnehmer der Langstreckenfahrt Paris-Peking, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer Stadt Balkhash. Gastfreundschaft wird in Kasachstan großgeschrieben.
Aufgrund der knappen Hotelkapazitäten hat der Bürgermeister persönlich Gastfamilien ausgewählt, bei denen die Fahrer eine Nacht verbringen dürfen. Hier können Sie hier schlafen. Hier? Ja, ich. Ah, schön. Ja, ich gut. So. Ja, wunderbar. Das ist, habe ich machen. Kuchen oder wie sagen Sie? Ja? Kuchen, ja? Mit Fleisch und mit Kraut. Oh. Solche Kuchen ist. Oh, ja. Ein unvergessliches Erlebnis für die Teilnehmer. Meine Gastgeberin, Galina Laschinko, ist Lehrerin für russische Literatur. Und obwohl ich kein Russisch kann und sie wenig Englisch, kennen wir beide die Dichter Gorki, Nabokov, Puschkin, Dostojewski. Und irgendwie brachten diese Autoren uns zusammen. Wir haben uns gut unterhalten können. Und das hat großen Spaß gemacht. Mit solchen und ähnlichen Eindrücken machen sich die Fahrer in wehmütiger Stimmung auf den letzten Abschnitt der dritten Etappe. Zwischenstopp am Balchaschsee. Er ist fast so groß wie die halbe Schweiz und hat die Besonderheit, dass die eine Hälfte aus Salz, die andere aus Süßwasser besteht. Die Fahrt führt noch einmal durch die so typische Landschaft Kasachstans. Unendliche wildromantische Weiten. In Almaty angekommen, heißt es für die meisten Fahrer Abschied nehmen. Vier unvergessliche Reisetage durch ein faszinierendes Land liegen hinter ihnen. Ich liebe Kasachstan. Es ist ein großartiges Land mit wundervollen Leuten. Natürlich gibt es viel Armut, aber auch viel Hoffnung und Mut. Zum dritten Mal wechselt das Fahrerteam und wieder müssen die Neuen sich erst einmal mit der Tour vertraut machen. Das war zwei. Hier unten rechts rum. Ja. Dann sind Sie praktisch ein Level weiter unten. Ja, und dann? Dann sind Sie in dem Moment hier an diesem Platz. Ja. Fahren weiter bis zum Ende und des Tours. Und dann links. Und dann genau. Links und geht dann auf die zweitletzte Etappe der Langstreckenfahrt Paris-Peking führt über die Landesgrenze von Kasachstan nach China. Entlang der Seidenstraße führt die Route nach 5 Tagen in die Millionenstadt Lanzhou. Schon auf ihrer ersten Tagesetappe fahren die Neulinge am Steuer der E-Klassen einem Höhepunkt der gesamten Tour entgegen. Die Fahrer spüren bereits auf den ersten 100 Kilometern, dass Mercedes-Benz ein sportliches Auto gebaut hat, mit dem eine Langstreckenfahrt zum Genuss wird. Die E-Klasse ist eine komfortable Limousine, die mit ihren Assistenzsystemen auf jedem Fahrbahnbelag eine entspannte Reise durch aufregende Gegenden ermöglicht. Im Bergland des Altao-Massivs bietet sich ein atemberaubender Blick. Der gewaltige Sharin Canyon.
Bis zu 350 Meter tief hat sich hier der Fluss Scharin in den roten Sandstein gegraben. Bei frühlingshaften 20 Grad Celsius wäre so manch einer noch gerne geblieben. Aber die Zeit drängt. Heute muss noch die Grenze nach China passiert werden. Zehn Tage und fast 9000 Kilometer von Paris entfernt ist die letzte Landesgrenze erreicht, die die E-Klassenflotte überschreiten muss. China, das Reich der Mitte. Das chinesische Verkehrsrecht fordert eine Besonderheit. Die Fahrzeuge bekommen neue amtliche Kennzeichen und die Fahrer einen chinesischen Führerschein. Die Bevölkerung freut sich über die neuen Verkehrsteilnehmer. Wir waren sehr überrascht, als wir die vielen tollen Autos gesehen haben. Meine Freunde und ich finden es super, euch hier zu treffen. Am nächsten Tag bietet sich den Tourteilnehmern ein typisches Bild. Chinesen beim Frühsport. Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes bringt aber auch charakteristischen Smog mit sich. Gut, dass die E-Klassen bei ihrem Dieselmarathon sprit- und emissionssparend unterwegs sind. Nach den flachen Gebieten auf der letzten Etappe führt heute die Reise auf eine über 2000 Meter hohe Passstraße. Der Ebinur-See und sein kristallklares Wasser sind für jeden Teilnehmer einen Zwischenstopp wert. Im Schatten des Tianshan-Gebirges genießen sie das Naturidyll, bevor es wieder weiter auf die Piste geht. In der Mercedes-Benz-Vertretung Ürümqi treffen die E-Klasse-Fahrer auf den Star-Pianisten Lang Lang. Der fingerfertige Piano-Man lässt es sich nicht nehmen, bei einer kleinen Spritztour den Sound der Diesel-E-Klasse zu testen. Super. Es hört sich toll an und hat so viel Kraft. Ich fahre dieses Auto gern. Ich fühle die Kraft und es ist wie Musik. In Dabacheng steht Chinas leistungsstärkster Windpark. Und das in einer Gegend, die so weit wie keine andere auf der Welt von einer Meeresküste entfernt ist. Auf gut ausgebauten Straßen geht die Fahrt auf Marco Polos Spuren weiter entlang der Seidenstraße. Vorbei an Gegensätzen, irgendwo zwischen aufstrebender Moderne und Jahrtausende alter Tradition. Das gut ausgebaute Straßensystem in China überrascht so manchen Tourteilnehmer. Auf Autobahnen tümmelt sich so allerlei Gefährt. Sogar Fußgänger sind hier keine Seltenheit. Ergänzend zu einer vorsichtigen Fahrweise zeigen sich in diesem Verkehr die Vorzüge der automatischen Abstandsregelung Distronic. Auch er hätte eine Abstandsregelung gut gebrauchen können. Dann wäre das sicherlich nicht passiert. Die E-Klasse-Fahrer machten sogar die Erfahrung, dass das System auf die schmale Silhouette eines Motorrads reagiert.
Die heutige Tagesetappe führt über 676 Kilometer durch abwechslungsreiche Gegenden. Trotz Sonnenschein bläst ein eisiger und starker Wind. Den Wüstenschiffen am Rande der Straße scheint er nichts auszumachen. Aber die Fahrer müssen auf den langen Geraden stets aufmerksam lenken. Am nächsten Tag bringt ein kleiner Abstecher abseits der Hauptroute die Teilnehmer in die Provinz Gansu. Die Menschen im nordwestchinesischen Hinterland leben vor allem vom Anbau von Baumwolle, Hirse, Mais und Weizen. Beim Spritverbrauch liegt momentan das eBay-Fahrzeug mit knapp über 7 Liter auf 100 Kilometer vorne. Doch bis zum Ziel sind es noch rund 3000 Kilometer. Auf der Fahrt durch Regionen, die vom Ringen um Wasser und fruchtbaren Boden geprägt sind, kann also noch viel passieren. Vorbei an Städten und Dörfern geht die Fahrt. China erlebt momentan eine starke Landflucht. Vor allem jüngere Menschen zieht es in die Metropolen. Zurück bleiben die Alten. Auf der letzten Tagesetappe treffen die Fahrer zum ersten Mal auf die große chinesische Mauer. Vom größten Bauwerk der Welt sieht man hier Jahrtausende alte Fragmente. Die vierte Etappe endet für die Tourteilnehmer in Lanzhou, dem südlichsten Punkt der gesamten Tour. Die Stadt steht beispielhaft für die rasante Entwicklung Chinas. Die Zuwandererströme aus den ländlichen Regionen reißen nicht ab. Auch sie wollen an dem wachsenden Reichtum teilhaben. Es werden 600 Millionen Autos in diesem Land gebraucht. Zwei Punkte fallen mir dazu ein. Die Riesenchance für die Autoindustrie, aber auch, woher kommt der Treibstoff für all diese Autos? Schon wenn die Hälfte der chinesischen Bevölkerung Auto fährt, wissen Sie, eine Nation mit 1,3 Milliarden Menschen. Die vierte Etappe geht in einer modernen Metropole zu Ende. Eine Strecke, die aber auch tief in der Vergangenheit Chinas wurzelte. Einige der Teilnehmer wandelten sogar auf den Spuren ihrer Vorfahren. Ich kenne es ein bisschen von Fotos aus den Reiseberichten und man hat schon so den Eindruck, hier könnte der Großvater gewesen sein. Also das ist schon sehr aufregend.
Vor 70 Jahren war schon meine Großmutter hier. Sie ist jetzt fast 80 und hat mir viele Geschichten von der großen Mauer erzählt. Zum letzten Mal wurden die Schlüssel übergeben, zum letzten Mal starten die neuen Fahrer und freuen sich zum letzten Mal auf die Reise und einen multikulturellen Austausch. Es ist eine gute Erfahrung und sehr international. Ich bin der einzige Franzose im Auto und es ist eine Herausforderung, Englisch zu sprechen und teilzuhaben an dieser Erfahrung. Der Franzose und die anderen Teilnehmer haben auf der letzten Etappe knapp 2000 Kilometer vor sich. Die Route führt in nördliche Richtung durch die innere Mongolei. In Peking enden letztendlich Etappe und die gesamte Tour. Besinnlich beginnt der erste Tag. Farbenprächtige, jahrhundertealte buddhistische Tempel säumen den Weg. Viele sind erst seit ein paar Jahren wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Nachdem die Tour auf der gleichen geografischen Breite wie Gibraltar und San Francisco angelangt war, geht es jetzt wieder in den Norden. Die Strecke führt durch eine der bevölkerungsärmsten Regionen der Volksrepublik. Verkehrsschilder in chinesischer und englischer Sprache zeugen von der Öffnung des Landes. Zweisprachig warnen manche die Fahrer davor, nicht müde Auto zu fahren. Treibstoff aus den Tankstellen entlang der Strecke entspricht nicht den Umweltanforderungen von Mercedes-Benz. Deshalb wurde extra eine mobile Zapfstelle mitgenommen. Aral betankt die Limousinen auf der ganzen Tour seit Paris mit dem richtigen schwefelarmen Diesel. Damit herrschen gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer. Aber 5,9 ist heute der beste bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wer das war, die Nummer 14. Ja, 5,9, das war der beste. Der Doktor war auch nicht schlecht. Vor der 23. Tagesetappe ein kurzes Stoßgebet. Und schon geht es wieder weiter. Heute führt die Strecke der E-Class Experience durch die mongolische Steppe. Der Härtetest ist bald überstanden.
schon vor dem Ziel lässt sich für die drei E-Klassen mit Blue Tech an Bord ein positives Fazit ziehen. Die zukunftsweisende Technologie erfüllt strengste Abgasvorschriften, weil die Stickoxidemissionen stark gesenkt werden. Blue Tech-Fahrzeuge brauchen rund 30% weniger Kraftstoff als vergleichbare mit Ottomotoren. Dadurch reicht eine Tankfüllung für rund 1200 Kilometer. Bis zu dieser Tour wusste ich nicht, wie unglaublich gut diese Limousine ist. Es ist das beste Alltagsauto der Welt. Besonders wenn es Blue Tech Technology hat wie das hier. Falls Sie ein Auto suchen, dann sollten Sie ernsthaft das hier in Betracht ziehen. Das Highlight dieser Tagesetappe sind die sogenannten singenden Dünen. Bis zu 110 Meter hoch sind die Sandberge. Der erste Eindruck? Wie ein Traum. Hier in der Wüste eine solche Autobahn zu finden, so glatt, so schön und mit einem derartigen Panorama. Diese Wüste, diese Dünen. Eine Legende erzählt, dass die Sanddünen mit ihrem Gesang Reisende ins Verderben und in den Hungertod treiben. Es ist der zweitletzte Tag der Tour. Das Ziel vor Augen erleben die Fahrer noch mal einen unvergesslichen Augenblick. Die berühmte große Mauer, wie man sie von Postkartenmotiven her kennt. Am Abend kommt der Vorstandsvorsitzende von Daimler Chrysler nach Baderling, um sich über den Verlauf der Tour zu informieren. Klasse, also war das erwartete Abenteuer? Ja, absolut. Das hat meine Erwartungen sogar getoppt, würde ich sagen. Dr. Dieter Zetsche ist begeistert von den Erzählungen der Teilnehmer. Er selbst will es sich deshalb am letzten Tag der Tour nicht nehmen lassen, selbst eine E-Klasse ins Ziel zu steuern. Die anderen rund 360 Fahrer aus 35 Nationen haben auf ihrer Langstreckenfahrt über 8200 Sandwiches, 5300 Bananen und 4000 Schokoriegel verspeist. Die 224 PS starken E-Klassen dagegen haben im Schnitt nur 8,32 Liter Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer verbraucht. Zuverlässigkeit, Sparsamkeit und Umweltfreundlichkeit. Damit lässt sich der Dieselmarathon von Paris nach Peking zusammenfassen. Mercedes-Benz beweist einmal mehr, dass Fahrspaß und Vernunft keine Gegensätze sein müssen. Here they come. Car number three. Nach einer Gesamtfahrleistung von insgesamt 840.000 Kilometern, das entspricht einer 21-fachen Erdumrundung, ist das Ziel am Pekinger Yongding Gate erreicht. Ist so genial, dass alle heil angekommen sind und nichts passiert ist, alle Fahrer und so super. It was excellent. Es war ausgezeichnet. Es war sehr gut, so ein Event zu organisieren. Such an event like this. Super, einfach nur toll, dieses Feeling hier einzufahren in der Kolonne mit Polizei, Eskorte, es ist genial. Auch Dr. Thomas Weber, Daimler-Chrysler-Vorstand, verantwortlich für den Bereich Forschung und Technologie, ist mit den Ergebnissen des Langstreckentests sehr zufrieden. Besonders beeindruckt sind alle unsere Gäste von dem Sound, von dem Drehmoment, von der
Strecke, die man fahren kann, ohne zu tanken. Und natürlich keiner hört, dass es ein Diesel ist. Und insofern war das schon eine sehr, sehr gute Erfahrung für alle Beteiligten, dass hier eine Technologie verfügbar ist, die China helfen kann, das Energieproblem zu lösen. Wir mussten praktisch nie tagsüber tanken, sondern immer nur abends, das heißt also große Reichweite. Die Fahrzeuge, die 36 Fahrzeuge, haben auf der ganzen Strecke einige Reifenschäden gehabt und zwei Windschutzscheiben. Ansonsten waren die Fahrzeuge perfekt vom ersten bis zum letzten Tag. So sehen Sieger aus. Das E-Bike-Fahrzeug benötigte für die gesamte Strecke Paris-Peking nur 7,19 Liter auf 100 Kilometer. Der beste Wert einer Tagesetappe lag bei einer anderen E-Klasse sogar bei lediglich 5,5 Liter Diesel. Aber nach dieser Mercedes-Benz Mammut-Tour dürfen sich alle, Organisatoren, Crewmitglieder und Fahrer, als große Gewinner fühlen. Mercedes ist immer einen Schritt voraus. Das ist echte Geschichte. Es hat einfach ein toll Gänsehaut-Feeling. Echt Wahnsinn, unfassbar. Es ist toll, was hier passiert. Mit so etwas Elektrisierendem habe ich nie zu tun gehabt.